wunderschönen guten Tag, Freunde des Eisensports. Heute wende ich mich mal mit einem Thema an euch, was mir immer mal wieder unter den Nägeln brennt. Der stärkste Powerlifter Deutschlands, der stärkste Powerlifter der Welt, der stärkste Powerlifter aus dem Kindergarten, was weiß ich. Immer wird mit diesem schönen Superlativ um sich geworfen. Vor 2-3 Wochen gab es erst wieder ein Video, der stärkste Powerlifter Deutschlands auf YouTube. Und ich finde das manchmal wirklich einfach neben der Spur. Ich meine, wenn man es wirklich ist, dann darf man das sehr gerne so machen. Ne? Aber der Einzige, der das jetzt gerade wirklich machen kann, ist Leonidas Akona. Weil der Letzte gewesen ist, der diese Leistung gebracht hat. Und also die höchste Leistung innerhalb von Deutschland. Auch vom deutschen Wettkampf als deutscher Athlet, der darf sich stärkster Powerlifter Deutschlands nennen. Das ist einfach so. Und ich finde es dann immer wieder lustig, wenn dann Powerlifter aus irgendwelchen Verbänden oder aus kleinen Gewichtsklassen sagen, nein, ich bin der stärkste Powerlifter Deutschlands. Nee, der stärkste ist laut Definition nun mal leider der, Leute, der das meiste Gewicht bewegt und nicht das meiste Gewicht im Verhältnis zum Körpergewicht. Es ist nun mal so. Eine 400 Kilo Hantel wird nicht leichter, nur wenn man 93 Kilo wiegt. Die wiegt ja nicht nur 350, nein, die wiegt immer noch 400 Kilo. Wenn man die nicht heben kann, ist man nicht der Stärkste. Sondern es ist dann der, der die 400 Kilo Hantel hebt. Bums aus. Braucht man nicht drüber diskutieren. Deswegen finde ich es immer wieder affig, dass die Leute sich dann so hinstellen, dass sie die Besten oder die Stärksten oder sonst irgendwas sind. Und nicht mal in ihrem eigenen Verband sind diese die Stärksten. Das finde ich ja noch schlimmer. Wenn sie dann wenigstens da die höchste Leistung gebracht hätten. Aber nein, da gibt es auch noch ein paar Leute, die eine höhere Leistung gebracht haben. Und das ist, schon ein bisschen assi, finde ich sogar. Immer die Leistung von anderen Leuten schlecht reden. Ja, der startet nicht beim BVDK. Der macht es ja auf dem und dem Wettkampf. Der macht das da und da. Ja, aber er macht es. Und das ist das Einzige, was zählt. Er hat es gemacht. Oder sie hat es gemacht. Je nachdem, ob es um weibliche oder männliche Athleten geht. Sie haben es gemacht. Wo, wann, wie, ist völlig egal. Der Stärkste ist der, der das meiste Gewicht bewegt. Das ist nun mal so. Da kann man sagen, was man will. Eine Lotus Elise hat auch ein besseres Leistungsgewicht als ein Bugatti. Trotzdem ist der Bugatti schneller. Ist halt so. Muss man dann einfach mit leben. Aber wie gesagt, sowas regt mich halt immer auf. Warum sagt man nicht einfach, ich bin der beste Powerlifter in Klasse X. Ich bin der beste Powerlifter vom BV... Na, obwohl es ja auch nicht mal gewesen. Na, vom Verband, aber, ne? Aber warum nicht einfach mal Zusatz? Ich meine, ich bin auch der stärkste deutsche Strongman, aber Ü40. Und das ist nun mal so, das muss ich dazu sagen. Das finde ich schon wichtig, weil andererseits der stärkste deutsche ist Rafael Gozilek. Das ist nun mal so. Er ist es in der offenen, ich bin es bei den alten Säcken aktuell. Was ist daran so schlimm, das zuzugeben? Schmälert das dann die eigene Leistung oder macht das das Ego kaputt? Ich verstehe das immer nicht, was diese ganzen Sachen sollen. Oh, das regt mich sowas von auf. Ja, als wenn das schlimm wäre, mal nicht der Beste zu sein. Ja, wenn man der Beste in der 93 oder 105er ist, ist das doch auch schon eine Megaleistung. Ja, warum? Ich bin der Stärkste. Nein, bist du nicht. Nicht der Stärkste von Deutschland. Wie gesagt, da gibt es zig andere und selbst im eigenen Verband zig andere, die stärker sind. Ja, weil man könnte ja dann auch sagen, ja, aber der hat das ja mit Dopingtests und mal abgesehen davon, dass die Dopingtests, das ist eh so eine Geschichte für sich. Da glaube ich mittlerweile auch keinen mehr weiter, als ich ihn werfen kann. Und ich habe in letzter Zeit recht schwache Tage beim Werfen. Also von daher ist das auch so eine Geschichte für sich, wenn man sich mit dem Thema wirklich mal ein bisschen weiter oder intensiver auseinandersetzt und mal so guckt, wie die Testmechaniken sind und wie das Ganze funktioniert bei verschiedenen Stoffen. Dann merkt man schnell, ja, da ist auch nicht so alles so schön, wie es ist. Aber es sind halt gewinnorientierte Unternehmen, die diese Tests machen und die wollen halt auch ihre Taschen voll machen. Und ihre Beiträge erhöhen und so weiter. Dann wäre es natürlich schlecht, fürs Geschäft es zuzugeben. Ne? Kein Autobauer würde zum Beispiel sagen, dass seine Autos kacke sind. Das verkauft er nichts mehr, das ist da halt genauso. Ja, ist auch egal. Aber wie gesagt, selbst in den doping-getesteten Verbänden gab es bessere Leistungen. Und ich finde es immer schade für diese anderen Athleten, dass die immer so unter den Teppich gekehrt werden, nur weil Einzelne sich so heraus profilieren wollen. Und das nervt und ich finde es halt auch schade eigentlich, dass die Verbände das nicht mal so ein bisschen mit in die Hand nehmen und ihre guten Leute mal so ein bisschen medial, social medial, mal ein bisschen pushen, Leute, mal ehrlich. Ne, ihr habt gute Leute. Mensch, macht doch mal ein bisschen was in den Medien.
Das deutsche Fernsehen zeigt doch genug. Also ganz ehrlich, ich finde das sowas von schade. Aber das wird sich wahrscheinlich, na wohl, vielleicht ja jetzt wo der BVDK einen jungen Vorstand hat, bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass sich jetzt eigentlich mal was in die richtige Richtung bewegt. Zumindest drücke ich dem Verband die Daumen. Ist ja von der Sache her an sich nicht schlecht, das Konzept und so weiter. Es war halt nur ein bisschen veraltet und verknöchert. Aber ich hege ja noch Hoffnung, dass sich das jetzt ändert, wo ein neuer Chef an der Spitze ist, der ein bisschen jünger ist und selber noch aktiver Lifter, dass sich das mal alles ein bisschen einringt. So, meine Meinung interessiert mich sowieso, ja, aber eure Meinung interessiert mich auch. Die könnt ihr mal in die Videokommentare schreiben. Ich fände das sehr interessant, wie ihr das Ganze seht. Jetzt einmal, wer darf sich wirklich der Stärkste nennen? Weil, wie gesagt, es ist nun mal der, der das meiste Gewicht bewegt und nicht nach irgendwelchen Punktesystemen, wo es zig verschiedene Systeme gibt. Dots, Wilks, Rachel und was weiß ich nicht alles, IPF-Points und überall kommt man das Ergebnis raus. Das Einzige, was immer für jeden gleich ist, ist Kilo. Ein Kilo ist ein Kilo, das wiegt für jeden gleich viel. Wer das meiste bewegt, hallo, gewonnen. So, ich weiß gar nicht, warum es immer diese Diskussion gibt. Aber, wie gesagt, eure Meinung dazu interessiert mich. Und natürlich interessiert mich auch, jetzt habe ich den Faden verloren. Einmal gesagt, wer sich so der Stärkste nennen darf, was jeder für eine Meinung habt. Und keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen wollte. Naja, schreibt einfach mal ein bisschen was in die Kommentare. Lasst uns mal ein bisschen drüber diskutieren. Meine Meinung habe ich jetzt breit getreten. Das ist schön. Das Alter schlägt wieder zu. Naja. Ich glaube, ich höre jetzt auch auf, kommt eh nichts Sinnvolles mehr raus. Ich wünsche euch weiter viel Spaß beim Sport. Und schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Amazon Reflinks, Gigas Nutrition Shop, Goldbrocken 10. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Und natürlich freue ich mich auch mega, wenn ihr das Video liked. Oder vielleicht auch teilt. Abonnieren nicht vergessen, auch immer schön. In diesem Sinne, habt viel Spaß beim Sport. Seid erfolgreich. Rock'n'Roll.